15. Spielwochenende in der Deutschen Hockeyliga. Nach der bitteren 1:3-Niederlage der BHC-Mädels am vergangenen Spieltag in Düsseldorf soll nun einiges besser laufen. Gegner diesmal die Damen vom Mannheimer HC. Die Hoffnung stirbt bekanntlich zuletzt, doch seit dem vergangenen Spielwochenende ist alles klar. Das Final Four 2015 auf dem Feld wird ohne die Damen aus Berlin stattfinden. Der 8-Punkte-Rückstand in den verbleibenden Spielen einfach uneinholbar. Trotzdem von schlechter Laune nicht zu merken. Im Gegenteil, heute sollte alles viel besser laufen und Trainer Matthew Hetherington versprach eine aggressive Anfangsphase vom Start weg. Doch kurz nach Anpfiff der Partie schien dieser Gedanke bereits wie verflogen. Die Damen aus Berlin im gewohnten Blau von rechts nach links kamen kaum einmal gefährlich vors Tor der Gäste und konnten nach dieser tollen Chance der Mannheimerinnen glücklich sein, dass es nach gespielten 10 Minuten noch 0:0 unentschieden stand. Die Auszeit demnach von Coach Hetherington absolut verständlich. Und anscheinend fand der gebürtige Brite die richtigen Worte, denn nach der kurzen Unterbrechung sein Team fiel selbstbewusster auf den Platz und mit der nötigen Torgefahr. Anders kann in dieser Szene den Ball perfekt auf Arnold durchstecken und die dann ganz abgezockt, verliert erst die Mannheimer Torhüterin und schiebt dann ganz überlegt ein 1:0 Führung für den BHC. Doch was Hetherington auf der einen Seite kann, kann Coach Adi Pasarakonda auf der anderen Seite genauso gut. Auch er nimmt eine Auszeit, die, das sei gesagt, zwar nicht sofort funkt, doch 6 Minuten vor der Halbzeit ist es dann soweit. Nach schwerem Fehler von Nina Laudan ist Greta Lia zur Stelle und vollstreckt trocken und eiskalt 1:1 der Ausgleich, das auch gleichzeitig der Pausenstand. Halbzeit 2, dann ähnlich wie Durchgang 1, den Zuschauern wurde eine ausgeglichene Partie gezeigt. Ehrlich gesagt war etwas anderes, aber auch nicht zu erwarten, denn schon im Hinspiel trennten sich beide Teams 1:1. Das sollte heute aber definitiv anders laufen, dachten sich wohl die Gastgeberinnen und schlossen nach dieser Eckenvariante erfolgreich durch Lena Jacobi zum 2:1 ab. Balsam für die gescholtene Eckenseele, denn gerade die waren zuletzt ein riesengroßes Problem für die Damen des Berliner HC. Mannheim aber auf keinen Fall geschlagen. Immer wieder konterten die flinken Mädels in Rot überfallartig in Richtung Berliner Tor, doch ein Treffer war ihnen irgendwie nicht so recht vergönnt. Ja, und wie soll es auch anders sein? Wer den Sport kennt, weiß, was passiert, wer die Dinger vorne nicht reinmacht. Klar, wird hinten, na logisch, bestraft. So auch hier, Lena Langer kann nach der zweiten Vorarbeit von Anders zum 3:1 Endstand einschieben. Die Mädels des BHC also ein wenig rehabilitiert vom letzten enttäuschenden Spielwochenende. Beim 1:1 stand es dann doch lange nochmal irgendwie auf der Kippe. Aber ja, haben wir glücklicherweise dann den 2:1 und dann 3:1 den Sack zumachen können und ja, doch, wir sind ganz zufrieden. Es war, man hat gemerkt, dass für beide Teams jetzt nach der Pause schwer war, eine Struktur reinzukriegen und wieder ins Spiel reinzukommen, hat man ganz klar gemerkt und ja, das Bestreben war heute möglichst schnell Struktur zu bekommen, das haben wir halt nicht geschafft und Glückwunsch an BHC, die dann letztendlich gewonnen haben. Die Mannheimerinnen nach dem 6:1 Erfolg über Rüsselsheim diesmal also geschlagen. Doch ganz chancenlos waren sie nicht. Berlin sichert sich mit diesem Sieg aller Voraussicht nach Platz 5 und kann bei noch 2 zu spielenden Heimpartien so langsam den kommenden Sommer planen.